154 descend, descend 3000 feet, spinach 129er. Descend 3000 feet, only 154. Das ist dann einer, die mal Whisky, kleinen Flight Level 210. Dann der Free-Rot-Mutual, die ist dann Flight Level 100. Die ist dann nicht Level 100, dann der Free-Rot. Worldwide 306, all contact with trader, frequency 1-2-8-0-0-5. Worldwide 306, all contact with trader, 1-2-8-0-0-5. Thank you for the service, bye-bye. Cathay 289, defense flight level 120. Send level 120, Cathay 289. Lufthansa 84 Mike, turn left, turn right, cabin 090, clear right of approach, runway 079. Around 90, clear left, turn to right, don't do that. Long and radar, the Alpine 23 and keeping a schöne gute Nacht and flash level 35. 123 Yankee Lima Lang, hello, 4.1000. 4.1000, hello, 123 Yankee Lima. Bridget 145 Fox, leave Delta Fox 442 heading 160. Leave waypoint 442 and heading 160 to Jet 145 Fox. Dann der Tri Romeo Juliet, Contact Blank Trader, Frequency 125, Decimal 225, bye bye. 125, der Tri Romeo Juliet, danke schön. Roger. Turn left heading 100, cleared ILS Zulu 07 left, TUI Jet 145 Fox. So, da kommt schon der Localizer, Approach, können wir einstellen schon. Da haben wir Lock Green und Gleitslop White, also Armed. Wir ziehen noch ein bisschen Geschwindigkeit raus, wir gehen mal hier auf Minimum Clean, da bei der Up-Markierung. Jetzt sind wir schon auf der Centerline von der Center. Ups, aber der Flieger wird korrigieren. Hoffentlich. Alpine 23 Yankee Lima, expect entry level 170, report ready for descent.
Next sighting, entry level 170, and radio report to descent, Alpine 23 and Kilima. Reject 1454, follow for the late turn, contact now tower 119 at decimal 9. Ja, das war ich selber und 99 to EJET 14 Firefox. Danke, ciao. Also Flaps 1. Dann brauchen wir hier den Tower 19.9. Zack. Also haben wir hier in Frankfurt Ground. Nö, haben wir nicht. Also werden wir dann alles haben beim Tower. Tower Gude, to EJET 145 Fox on the left. To EJET 154 Fox to Tower Gude, left is land and then to the 7 left hit land to EJET 145 Fox. Also Speed Break armed, wir haben noch 13 Meilen zu fliegen, da müssen wir noch lange nicht konfigurieren, ist alles gut. Ist so dunkel hier. Sorry, was that frequency change for a Giant 45? Giant 45 step down, that was lang in 1-7. The 1-3-5 step through, well, like... Ich muss den Chat hier von Google auslagern hier, come on, pop out. Top Chat, nee, Live Chat. Ah, noch mal falsch, aber mein Echo, Alter. Sorry, mal ein Take. Ich bin 2EJET 145 Fox, Trot, Fox, ja. So, noch 8 Meilen bis zur Impact, bis zum Aufschlag. Mal gucken, haben wir hier die Karte von Frankfurt. Ja, hat nach Wiesbaden geladen. Nee, Kirsten, das ist die Flugnummer, also TUI, ne? 145 Foxtrot. TUI-Jet, ne? TUI, TUI-Jet. So, jetzt sollten wir was machen. 7 Meilen. Dann tun wir mal hier, wie sagten unsere alten Leute bei der Airline, die Brause rausziehen. Dann kommt jetzt hier Flaps 5, Gear Down. Also, Flaps 10. Ah, 50 machen wir gleich. Achso, ich hab. Vielleicht hätte ich noch im FM. Nein. Autopilot bleibt an. Vielleicht hätte ich noch hier. Genau. Mal die Approach VREF. Also 132 Knoten. Plus 5 gibt 137. Zack. Flaps 25. Flaps dirty, wie der Inter sagt, Flaps dirty, you're dirty, dirty motherfucker. So, Autopilot off, Auto throttle off. Okay, Flaps 40, let the wild ride begin. Wir sind schon clear to land, also müssen wir noch nichts mehr machen. Ullala. Geschwindigkeit aufflöten, wir sind leicht über dem Gleitslaub drüber. Ich sollte den Flieger mal stabilisieren. Das wäre bestimmt nett. Haben wir noch genügend Frames? Oh, ja. Um die 20. Ist an der Grenze des Erträglichen.
Jetzt sind wir aber viel zu hoch. Captain Fox, tun Sie mal korrigieren hier. Ich habe jetzt nämlich keine Lust auf den Go-Around. Überhaupt nicht. Also wieder on glide, ja. Continue. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Idle. Naja, man kann schöner landen. Man kann es vor allem mittig landen. Idle reverse. Und dann gehen wir jetzt hier von der Bahn runter. Flaps ab, kommt schnell was rauf. Second stand. Victor 160. Yes, second stand. Victor 15. What? 160. I texted you. Yeah, I don't know 160. You mean 160 or 116? 163. Ah, 163. Okay, 2Jet 145 Fox. Ich habe verstanden, 160. Also gut. Ach, da oben sind wir ja. Und schnell. Up. Also Papa, November 11. Also hier Papa, November 11, November und dann darüber 163. Schauen wir es noch an. Ah, da ist der. Ne, das ist 153. 163 ist hier. Also muss ich hier links und dann nach November 10 der erste rechts. Okay, alles klar. Also, wir könnten auch mal die Checkliste hier machen. Zack, gib mir den Cockpit View, genau hier. Zack. Komm her. Sorry fürs wilde Rumwackeln, aber ich bin hier auf dem Stuhl mehr gerutscht. Muss wieder korrigieren. So rollt es besser, wenn man direkt vorne rausschaut.
mir uns auch real tun würde. Was macht mein Stream? Ist er noch am Lecken oder ist inzwischen besser geworden? Frames sind knapp über 20, das ist nett, ja. On the other side, left on Lima. Yeah, sorry, on the other side, the Victor Gen Alpha for the Maya. Lima, November 8th. November 7th. Lagt immer noch. Ja, oh, schade. Cosmo 00 Center and attached and Alpha 40 by Lima, November, and of course November 8th and November 7th. Ich tu mal kurz hier mein OBS an und abschalten, Sekunde. So, ich habe jetzt den Stream neu gestartet. Ist besser. So, das ist November 10. Dann sind wir jetzt gleich am richtigen Stand. Genau, der kommt jetzt gleich hier rechts, unser Parkplatz. Ich bin schon zu weit gerollt, glaube ich, ne? Ist egal. Was soll's. Ich könnte es auf Victor 162, naja, was soll's. Es ist nicht so viel los, sie werden es überleben. Guten Abend, ich habe jetzt zu 8-Miner, ist das nicht so. Also, na komm hier. Park Break. Taxi Light off. Dann gib mir mal hier GPU Connect. Welcome to 39 Expedition Oil Center to another AGC. If you listen, please. I already forgot. Contact Lange now, 1-2-5-2 I'm very sorry for that. Anti-collision off. Seatbelts off. Fuel pump, tschüss. Tja, sorry für den Lag. Keine Ahnung, was es ist. Das ging ja früher auch schon besser. Habe ich da mal hier einen Tag mit schlechter Verbindung beim Internet bei mir zu Hause? Gibt's ja gar nicht. Wozu gebe ich denn 50 Euro im Monat aus? Für mein ganzes Telefon und Fernsehen und Internet und Kabel. Das ist doch scheiße. Ja, ich glaube, das wird nicht an YouTube liegen, das liegt eher hier an der Verbindung einfach. Gut, noch ein Flug oder nicht, ist die Frage. Also, mal gucken, was sagen die Schweizer. Machen die pünktlich um 10 zu? Wenn ja, dann... Mal gucken, also Zürich hier, was haben wir da? Natürlich keine Buchungszeiten drin, weil die heute nicht gebucht haben, oder wie? Das ist doch kacke. Stuttgart, hast der gebucht? Nee, nur der Lukas hat gebucht. Bis 20 Uhr Z, also bis 22 Uhr unserer Ortszeit. Noch nach London fliegen. Dann habe ich aber hier relativ viel ohne
Ah, nach Gatwick. Aber die sind erst kurz online, die dürfen dann noch da sein. Also, auf nach Gatwick. Jason Collins already is back with his team. I've been fixed there, but he just played fire. Es gibt keine Route. Doch, echt? Krass. Gibt's bei V-Route keine Route von Frankfurt nach Gatwick? Das kann ja wohl nicht sein. Es gibt eine, aber die ist offenbar nicht gültig im Moment. Okay. Was ist da falsch? Kann ich die reparieren? Traffic war ja lalalala. 355 ist von Forbidden Route. Okay, dann muss man nur die vertikale Ausdehnung ändern und zwar auf 350. Route Cleanup, Extending, Flight Level, Adjusting. Zack. Verify Route. Mal gucken, ob es durchgeht. Ja. Ja, okay, yay. Route kopieren, verify route, submit changes. So, kann ich jetzt die nutzen auch. Ich kann sie nicht nutzen. Okay. Okay. Okay, wie kann ich die Route nutzen jetzt? No. Da muss ich halt das manuell machen. Also ich hab's nicht kopiert. Dann gehen wir halt hier in unser FS-Bild rein und machen das eben manuell. Geht auch. Also EDDF nach EGKK, Alternate EGLL, das passt. Runway 18. Sobra, was haben wir gesagt? 340. Wir dürfen nicht höher als 355. Und das ist gerne eine Sobra Departure, aber wir tun erstmal hier das so eingeben: Explain. Erstmal die Routen ausgeben. Created, das passt. Dann kann ich es ins FMS reinladen direkt. So, aber ich muss kurz mein Flugzeug wechseln. Also, dann gehen wir jetzt hier hin und sagen einmal Swift, komm zu Daddy Swift, da ist er. Dann machen wir jetzt hier einmal, achso, Transponder ist noch auf Charlie. Dann geben wir jetzt hier einmal Swift Disconnect from Network und dann laden wir eine andere Maschine, Flight Configuration, und zwar Customize. Was passt denn für, naja, Norwegian fliegt dahin zum Beispiel. Ja. Nehmen wir Norwegian. So, sehr gut. Aber wir machen Tag, oder? Damit ihr auch was zu sehen habt. Dann ich gehe eine Stunde zurück. 20.43 Uhr. Kann man das nicht genauer eingeben? Okay, dann halt nicht. Dann Apply Changes. Nicht abstürzen, explain. Tu es nicht. Okay, mal gucken, ob es gefallen hat. Yeah, Norwegian. Klappt doch. So. Dann. Gehen wir hin und sagen.
Also 145, wir gehen nach Gatwick. Zack, ups. Lima. Speed, jetzt fliegen wir höher, dann machen wir schon 460 Knoten. Wir fliegen von Frankfurt und wir fliegen ab um ja, 20 Uhr Z. Wir fliegen Flight Level 340. Zack. Route einfügen. Frankfurt. Naja, wir werden ungefähr eine Stunde brauchen. Achso, ich wollte noch hier den Flight Planner machen. Open File. EDDF nach EGKK 738 auf 34.000 Create Flight Plan Waypoints. Also Average Headwind Component 5 Knoten, also nicht der Rede wert. Dann können wir hier sagen. Tebra 1 Golf und Sobra 1 Lima. Zack. Aircraft, hier stimmt noch alles. Machen wir minus 5 Knoten. Ja, lala. Build Flight Plan. Was haben wir hier? 1 Stunde 5 Minuten. 5,9 Tonnen. Dann machen wir ein bisschen mehr rein. Also 1 Stunde 5 Minuten. Remark Explain 11. CPDLC Remark Swift Beta und Remark Livestream. Okay, wo ist mein YouTube-Link? Copy einfügen. Wichtig ist, wenn ihr das mal machen wollt, auch bei WhatsApp, alles was mit Doppelpunkt markiert ist, danach wird abgeschnitten. Also nur die YouTube URL eingeben, aber ohne das HTTPS Doppelpunkt und so weiter. Was haben wir da? Fuel on board haben wir am Schluss 2 Stunden 23. 2 Stunden 23 und EGLL Alternate und File Flight Plan ab dafür. Filed Retained 145 Golf. Ich mache jetzt hier gerade super quick Flight Planning. Komm, Return, Minimize, so. Ich tue mal den Swift wieder nach vorne hin, damit ihr seht, was ich mache hier. Also dann haben wir noch das Flugzeug. Also 145 Golf, Boeing 738, ja, den nehmen wir. Und, ah ne, wir wissen ja nicht, habe ich echt TUI gefeilt, ich Depp. Ich glaube, ich habe es getan, ne? Ah, scheiße. Also. Tun wir nochmal neu fallen und zwar mit Nor Shuttle, aber wir fliegen ja mit Red Nose. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn. Was ist denn der Code nochmal? Red Nose. Norwegian Air Shuttle ist eben nicht, ich brauche Red Nose. Norwegian Red Nose. Come on. Also, wir haben hier verschiedene Codes. Komm zu mir. So, wo ist denn das jetzt? Ah, hier. Norwegian Air International. So. Norwegian Air UK brauchen wir also. Wir müssen den finden. So, ah. November, Romeo Sierra.
Also November, Romeo Sierra, 145 Golf, B738, zack, November, Romeo Sierra, hey, geschafft, connect. Ah, ich habe einen Fehler gemacht, wir müssen nochmal raus, weil ich habe den Flugplan noch nicht eingegeben, ich depp. Also nochmal hier, B738, nee, B738, jetzt stimmt's. Zack. Red Nose. So. Normalerweise mache ich es etwas koordinierter hier. So. Hier. Fire Flight Plan. Der ist gefeilt. Jetzt gehen wir nochmal zum TUI und sagen Lookup Plan. Und TUI 145 Golf. Cancel Plan. Gut. Weg. Und jetzt können wir uns einloggen. Flight Plan. Müsste da sein. Download from Network. Yes. Ist drin. Passt alles. Wunderbar. Gut. So, dann können wir jetzt hier wieder endlich anfangen. Also ATC, nee. Also Reset, dann machen wir nämlich hier 4-5 Golf. Zack, EDDF nach EGKK, EGLL, November, Romeo Sierra ist der Operator. Los geht's um 20 Uhr Z und wir kommen an 21 Uhr 10, machen wir mal. Also Frankfurt, what's the latest request? Zack, Information Foxtrot. QNH 1028 jetzt. Kann man gleich eindrehen, 1028. So, und dann gehen wir jetzt hin und sagen FMC.com, Request. PDC. Okay, ich habe wieder vergessen, was Artis war. Scheiße. Foxtrot. Also Request, zack. Information Foxtrot Stand. Victor 162. Zack. EDDF und Send. Mal gucken, ob der. Ob es klappt mit dem. In der Zwischenzeit arbeiten wir hier am Flugplan, also Init, Route, EDDF nach EGKK. Hoffentlich Runway 18, das müsste eigentlich passieren. Dann gehen wir hin. Minus EG. Route ist drin, ja. Activate, Execute, Performance, Init. Wir müssen noch tanken. 6,1 Tonnen haben wir gesagt. Ja, passt. In der Zwischenzeit kann man die APU anlassen. Zack, off, override, open, komm, open. Also, zack, 2 Tonnen Reservefuel, 190 Index, wir wollen schnell fliegen, wir gehen auf Level 340 rauf, nur. Alles gut. Ups. N1 Limit. Na, die Bahn ist lang. Noch kann man 45 Grad nehmen. Take off 1. Climb wollen wir aber schön rauf. Flaps 5. 24,1% CG. Speed 141.
So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der... mit der Clearance rüberkommt gleich. GPU Disconnect, Home. Also offenbar tut er seinen... Ah. Ich habe mich wohl vertippt vorhin. Ich habe eingegeben, genau. Departure Frankfurt. Oh, man kann ja gar nicht sehen. Ich habe mich vertippt. Hier, Departure Frankfurt und Destination Frankfurt. Mua. Okay, super. Mir hat nämlich gerade eben der Ground Control geschrieben, dass ich da mich vertan habe. Ja, ein Rundflug über London. Ah, guck. Das Ding-Dong war hier eben Einkommen-Nachricht. Hier steht jetzt ATC-Uplink. Weg damit. Dann gucke ich auf ATC-Knopf. Zack. Und da ist mein hier ATC Uplink. Status open. Clearance to Gatwick. Runway 18. Next page. Sobra 1 Lima. Der indische Climb steht nicht drin, weil er es nicht ausgefüllt hat. Und Squawk 2564. When ready, call ground 12175. Cool. Der 2564 ist schon drin. Echt? Na gut, dann machen wir es halt. Also dann 4000 Fuß. Dann kann ich ihm das noch bestätigen. Accept. Gut. Accepted. Badabada. So. Also 4000 Fuß. LNF. Achso. Ich soll noch die Departure eingeben, das könnte nicht schaden. Also Runway 18 Sobra 1 Lima Execute. Wegpunkte lalala, Rosig, Domab, Sobra. Stimmen 4000 Feet, LNAV, VNAV und dann ruft man den Ground. 1275. It's November 7, November 8, Lima, Lima 16. November 7, November 8, Lima, Lima 16, Ashland 16. Ground, hallo, TUI Jet, nee, Quatsch, Red Nose, 145 Golf, Request Startup. Red Nose 145 Golf, that is approved. Start approved, Red Nose 145 Golf. Also, dann geht's los. Das ist dann. B-Line 873, confirm. Are you ready for your claim? Genau, Red Nose Fox, das bin ich, ja. Lufthansa 5-0, we are ready for taxi.
Lufthansa 510 bezüglich der Frankfurt Tramway Runway 2 November. Na komm. Ich komme gerade nicht an meinen Fuel-Schalter ran. Was soll denn das? Jetzt. Manchmal nervt das Track IR, weil es nicht das macht, was man will. Was ich will. Ich weiß, es ist eine Frage des richtigen Einrichtens. Ich weiß, ich weiß. Und starting engine number 2. Flaps 5. Oh, der Langradar ist schon weg, hat der Lukas aber hier pünktlich zugemacht. Krass. Na gut, der muss auch arbeiten morgen und studieren. Passt schon. So, das läuft. Dann gehen wir jetzt hin und machen unseren After Start. Ne? Hallo, ich will Overhead Panel haben. Start Flow, komm her. So, zack, 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 tschüss. Austin 126, Control 119, das ist mal eine gute Flight dabei. Ja, genau, so wollen wir das sagen. Frequency is 119 and decimal minor. 11 decimal. Okay. Red Nose 145 Golf is ready for taxi. Red Nose 145 Golf, taxi to Hornet Point, runway 18 via Lima. Taxi holding point 18 via Lima, Red Nose 145 Golf. Ich habe mir gerade einen Zettel geschrieben mit dem blöden Callsign drauf, sonst merke ich mir das nicht. Also, dann machen wir hier. Clear to Frankfurt. Taxi light on. Park brake off. Left clear. Right clear. Mehr oder weniger. Ja, reicht. B-Line 993. B-Line 873, Runway. So, der Gepäckwagen. Komm, halt an, mich nicht kräh. Ah, okay, gut. Runway 18, B-Liner 873. B-Line 873, we take it correct. Also, kurzen Check machen. Wir haben die SID eingegeben. Wir haben LNAV, VNAV armed, 4000 feet, runway heading, V2 is set, auto brake RTO, flaps 5, passt. So, ich glaube, ich muss ein bisschen nach rechts rüber, dass ich dem armen Austrian hier nicht das Heck abrasiere. Der müsste mich weiter vorne warten. Wahrscheinlich eine andere Szenerie. Red Nose 145 Golf, Contact Frankfurt Tower 119. Red Nose 145 Golf, danke, ciao. Tower, hello again, Red Nose 145 Golf, ready when reaching. Red Nose 145 Golf, hello, Frankfurt Tower, gute. When ready, line up and rate 107. Runway 18.
Red Nose 145 Golf, confirm the lineup and wait runway 18. Oh, negative, minor attack. Runway 18, okay, runway 18. Runway 18, clear for takeoff, Red Nose 145 Golf. Ja. Geht doch. Also Lichter an, alle an, alle an. Strobe Lights on. So, dann gehe ich jetzt hier auf Take Off View. Oh, das Throttle armed. Dann geben wir ihm mal hier 50% Schub und Toga. Checked 80. V1, rotate. Positive rate. Na, was macht denn der für dich? 400. War das für uns? Ah, aber in Austrien, ne, genau. We switch to Unicom. Ja, Red Nose 145 Golf. Danke, ciao. Ja, noch wieder mit. Gut, in dem Fall steigen wir auf Level 340. Bei Befause machen wir hier Autopilot on. Also Command Green, Flaps up. Auto break off, gear off. Ja, ich weiß, ich habe Trimmung gedrückt aus Versehen, deswegen ist der Autopilot rausgeflogen. Hier off, 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 off. Leute, ich tue mal kurz den OBS nicht nur neu starten, sondern ich tue das Programm runterfahren und nochmal ganz komplett neu starten, das OBS, und nicht nur starten, stoppen, ja. Also eine Sekunde bitte, ist gleich kurz weg der Stream. So, ich bin zurück, ich hoffe jetzt besser. Aber ich habe jetzt keine großen Hoffnungen. Ich habe noch vergessen, die Elapsed Time zu starten. Ja, könnt ihr mich hören? Können Sie mich, Harry Hirsch, Harry Hirsch? Können Sie mich verstehen? Ja, verstehen Sie? Nein, Sie verstehen mich nicht. Doch, wir verstehen Sie sehr gut. Nein, keiner versteht mich, keiner! Das kennen vielleicht noch einige von euch. Aus den 80ern. Otto. So, was muss ich hier noch einstellen, was ich vergessen habe vorhin? Sind die Wolken kalt genug, dass ich es einschalten muss? Naja, 7. Wir sind schon fast durch, ja. Lohnt sich nicht, hier NTIs einzuschalten. So, dann cruisen wir jetzt hier durch die Gegend.
Also immerhin haben wir heute eine PDC bekommen. So, Level 100, Landing Lights off, Logo und Wing Light off und die Leute dürfen rumlaufen. Also ich finde X-Plane nett gemacht. Und die sieben uns sowieso. Achso, ich muss noch umschalten. Ganz vergessen. 22.8. Zack, Unicorn. Ich, mit dem PDC erkläre ich gleich. Textchat, also Unicom, wir sind auf dem richtigen. Ja, ich habe keine Ahnung, was halt drin ist, was halt los ist mit dem Netzwerk hier. Vielleicht muss ich mein Modem mal neu starten. Das mache ich aber nicht jetzt. Sonst bin ich ganz offline. Das morgen geht nicht. Eben, PDC, das war das hier, ne? Hier. PDC steht für Pre-Departure Clearance. Das kann ich hier mit diesem PDC und CPDC-Client von manchen Dosen, die es anbieten, eben runterladen oder requesten und die schicken mir dann diese ganzen, die ganze Abflugfreigabe, die man eigentlich per Voice macht, also per Sprechfunk oder per Text, schicken sie einem da durch. Ist halt realistischer. Also das hier, was wir vorhin bekommen hatten, da wo waren das hier? Lock, genau, da. Das Ding da. Eben hier, ne? Clear to Gatwick. Ah, EGGK. Ich glaube, er hat meinen Flughafen falsch geschrieben. Wetten? Jetzt muss ich irgendeinen Lotsen finden, der meinen Flugplan bearbeitet. Oje. Verifizieren, ob es wirklich so ist. Wir schauen mal unseren Flug an hier im Internet. Genau, da ist er. Ja, EGKK. Okay, jetzt muss ich jemanden finden, der es bearbeiten kann. Da muss ich mal hier den Schweizer fragen, ob er mich sehen kann. Oder habe ich in Köln einen Approach? Ja, damit der das machen kann. Der Ingo Lenzen nehmen. Michael Lenzen, hatte. Da gehen wir jetzt hin und sagen hier Message 2, was haben wir hier? Genau, Approach. Jo, dann gute Nacht. Ciao, Stone. Escobar, Escobar, Escobar.
Wer ist Escobar? Ich meine, ich kenne Escobar aus Kolumbien, aber den meint ihr sicherlich nicht. Uiuiui, 14 Frames. Gar nicht gut. Die Wolken fressen halt hier viele Frames. Ich glaube, ich muss mal das Overhead-Panel angucken. Oh, ja, 30 Frames. Sehr gut. Ach so, nee, das war mir nicht bekannt, dass das den Escobar gibt mit Spezialmenü. Ja, bin mal kurz weg. Thousand to go.
So, hallo zusammen. Also der Köln-Approach hat sich nie gemeldet bei mir. Eventuell seinen Chat überlesen einfach. Nicht gesehen. Ja. Wir kürzen mal ab. Fliegen jetzt mal direkt nach Dinard. Aber er macht's nicht. Warum? Offenbar ein Bug, der Seewurm. Turbulenz. Das war gerade ganz schön. Also wenn der nicht den Intercept macht, ich hier, dann also nochmal direct DNAT execute. Intercept Heading ist doch Schwachsinn. Natürlich bin ich auf Intercept Heading. So, ich muss den dahin drehen und mache nochmal. Und warum ist da Control Wheel Steering Right? Ist doch Schwachsinn. Da ist irgendein Bug drin. Mal gucken, was der, ob es was Neues gibt im SIBO Forum. LNAV Direct 2 refuses to actually fly there.
Okay, da ist irgendwas drin in der Explain Preference File. Also da ist irgendein Bug drin. Ja, wir können da schon arbeiten. Mal gucken, ob es schon ein Update gibt. Dafür. Zack, 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 zack. Komm her. Es gab ein Update hier und das ist von gestern. Habe ich 15 oder 15 Euro runtergeladen. Muss ich mal schauen. Oh, hübsche Wolken hier. Ein Sonnenuntergang. Das ist schon richtig geil gemacht. Explain ist echt gut geworden. Also, wir wollten gucken. Den können wir zumachen. Den können wir zumachen. Genau, da wollten wir mal reingucken. Ah, da wollte ich noch was gucken. Und zwar. Komm her. Ich kann noch irgendwo einen Flughafencode eingeben, oder wie war das? Hier hin und sagen weg, weg, explain, aircraft, Sibomod. Was habe ich denn für eine runtergeladen für ein Update? 14a, okay. Eventuell ist das schon mit dem 15 wieder gelöst worden. Oder ich muss die Preference löschen oder irgendwas finden, was da drin hinein funkt. Ich wollte es ja runterladen, das Update. Also, komm her. Zack. Herunterladen. Boah, schon fertig. Also im Forum hat jemand geschrieben, wenn man Probleme hat mit diesem Intercept, dann soll man die Preferences-Datei der Sibomod da in dem entsprechenden Folder löschen. Und dann löst sich das Problem. Offenbar. Also,
Wir probieren es einfach nochmal. Geht LNAV jetzt? Nö. Null, ja. Zack. Ne, mag er nicht. Da muss ich halt Heading fliegen, um auf dem Track drauf zu bleiben. Also noch ein Grad nach links. Zack. Ich habe gesagt links, nicht rechts. Achso, wenn man auf LNAV geht und er sagt, macht er nicht. Ah, jetzt geht LNAV auf einmal. Okay, interessant. Ne, jetzt ist Heading Select grün. Was soll denn der Mist? Ja, das ist ein Bug irgendwo. Blödes Ding. Wir können ja mal reinschauen in diese Preference-Datei und sehen, ob man da schon erkennen kann, was der Fehler sein könnte. Komm her. La 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 la, komm, wo ist sie? Hier, Prefs. Also, Hops Time. Irgendwie LNAV. NAV. FMS, nee. Course. Nee. Track up. Nee, ich hab, wisst ihr, welche Daten ich da genau rausziehen muss, um meine eingerichteten Sichtzuordnungen zu behalten für die nächste Version? Weil, ne, wenn ich hier auf 7 drücke, dann komme ich hier auf den View, wenn ich auf 4 drücke, komme ich auf den View und so weiter. Das möchte ich gerne beibehalten, damit ich das nicht jedes Mal neu einrichten muss, wenn ich eine neue Version habe. Das nervt nämlich ganz unheimlich. In der Zwischenzeit gehen wir hin und sagen, oh, was haben wir gesagt, 21:10 Uhr, ETA, also Request, ATIS, Gatwick, Batsim, ATIS. Da ist es, Information Mike, 1950, Runway New, 08, Right, Transition Level 70, Surface 06011 Knots, Kevok, Temperature plus 1, 1. Q.1, QNH 1030. Oh, und nicht hohen Druck, 1030. Information Mike. Also. Also ILS, 08 right. Euer Timber. Bro, One Golf. Ich weiß nicht, ob es Timber ist. Muss ich mal schauen. Muss ich in meine Karten reinschauen. Also, Gatwick. Arrival, Tebro, One Golf, wo bist du? Ja, Tebra, One Golf, mach ich nicht. Tebra, One Golf und ILS, 08 right. Oh, also Timber, Mayfield, wahrscheinlich Timber, ne?
Ja, Timber, stimmt schon. Execute. Mal gucken hier. Rapix. So eine Aptum 140. Stimmt das? Ja, Aptum at level 140. Arnum. Und so weiter. Lag Timber 4000 above. Ne, hier steht Timber at flight level 70. An. Und dann von Timber runter, ja, das passt. Und Final Approach ist 3000 Fuß, das stimmt so. Sehr gut. Machen wir noch glatt. Okay, dann muss ich den Costa fragen, wegen den Daten da, wegen der Einstellung, dass ich die übernehmen kann. Es gibt ja auch diesen Updater, an den habe ich noch gar nicht rangewagt. Wahrscheinlich ist es damit noch einfacher. So, Category 1 Minimum 396. Blablabla, schade, dass kein ATC online ist jetzt, sonst könnten wir noch ein bisschen mit den Leuten quatschen. Wow, der Flieger dreht und folgt der Geschichte hier. Yay. Es wackelt immer noch unendlich. Okay, es wackelt doch nicht so sehr wie gedacht.
So, das Ziel kommt langsam in Sicht. Wir können noch hier das Radar auslagern. Float. Hier, das ist unser Swift-Radar. Mal gucken, wer in der Nähe rumfliegt. Niemand. Das ist gut so. Also, ich gehe jetzt kurz hier auf Level 140, hoffend, dass der Flieger dann später automatisch seinen Sinkflug einleiten wird. Bin mal kurz weg für 2-3 Minuten, ich komme gleich zurück. Ja, bis gleich.
So, ich bin zurück. Ja, den Dobermann ganz gut. Der muss sich gerade aus dem Bett rausholen. Ah ja, hier, der hat nicht Gas rausgenommen auf einem Triebwerk. Da hat irgendwie der Joystick hier mein Throttle-Quadrant das übersteuert. Oh, der Hund trinkt, ich muss aufstehen und die Schnauze abtrocknen. So, wenn man diesem braunen Dobermann nicht die Schnauze abtrocknet nach dem Trinken, gibt es eine Riesensauerei, weil das ganze, der ganze Boden dann versaut wird. Möge man nicht. So, wir tun nochmal das neueste ATIS runterladen. Vielleicht gibt es ja ein neueres. Also Request, Quatsch. ATIS, Gatwick, Watson ATIS, Information November, da sind wir doch hier. QNIT immer noch 1030, Transition Level 70, 60 Grad, 9 Knoten. Passt. Ja, gut, in der Küche haben wir Steinboden. Aber der Rest der Wohnung hat eben Parkett, Holzboden und das ist dann nicht so toll. So, dieses Mal werden wir uns daran erinnern, dass wir hier die Landing Speeds bestätigen müssen. Yeah! Cool. So, mal schauen, ob es hier einen Lotsen gibt, den wir rufen müssen. Ja, es gibt Gatwick Approach. Ah, der Tower ist schon weg. Das sind alles Leute, die... Nein. Also, Gatwick Approach. 2682 oder Gatwick Director heißt der, glaube ich, ne? Also, 126.82.
Also wir rufen jetzt rein und wir erwarten Tebra von Golf Arrival und ILS 08 Right, Information November. Gatwick Director, good evening, Red Nose 145 Golf. Okay, heading 260 degrees, ascent level 80. Red Nose 145 Golf, we have information November. Yep, 08 right. Cool. Also hier, jetzt schon eine Abkürzung, wie wir sehen können, ne? Wir haben jetzt Heading 260, das bringt uns da direkt dahin zum Flughafen. Das spart dann bestimmt 5 oder 10 Meilen. Das ist nett. Ich gehe mal direkt zu diesem Punkt hier, um das entsprechend darzustellen. Ist das der? Ja. Passt. Wir haben noch 60 Meilen bis dahin. Ja, können wir gemütlich sinken. Von der Rate her. Good evening, approach. This is EZ 21 Kilo Bravo holding Juliet 4. EZ 21 Kilo Bravo, hello, taxi 14 Juliet 1. We find the landing EZ 8321 on a 2 mile barrel. Okay, hold Juliet 1 and after the landing, easy jet, line up and wait, 08 right, C1 Kilo Bravo. Mir sagt gerade jemand, mein Livestream würde nicht gehen. Muss mal testen. Jetzt gehe ich mal in einen anderen Browser rein. Internet Explorer. Dann nehmen wir den und machen hier. Zack. Nee. Oh, das Video ist nicht verfügbar. Warum das jetzt denn? Was soll denn die Scheiße? Okay. Interesting. Ja, dann habe ich auf dem. Ich habe Flugbahn habe ich die URL eingegeben, die ich hier rauskopiert habe. Und die ist anders. Okay. Ja, jetzt geht's aber. Okay, sehr witzig. Okay. Very funny. So, wir sollten mal langsam hier noch die ganzen Sachen einstellen, die wir für Anflug brauchen. Also, Course 078 degrees, 078. Descent level 70, Red Nose 145 Golf. 70 set. Also ILS, was haben wir da? 110,9. Zack. Es gibt noch da
Das Mayfield VUR, das brauchen wir eventuell für Mist Approach. 17,9. Zack. Also Course, Minimum, ILS Frequenz, ja. Geht doch. Level 100, Lichter an. Zack, zack. Fasten Belts. The Bravo Squad, climb the off one for 130, so left directing Brook Moose Park, Bravo Cover Kilo. Okay, scorecard then, climb for flight level 130, direct Brook Moose Park, 2150 Kilo Bravo. Mal gucken, ob mein Flugplan zwischen. Entschuldigung, korrigiert wurde oder nicht. Ja, es wurde korrigiert, wahrscheinlich hier von dem Lotsen. Juhu. Und er wird gedacht haben, was ein Depp, der den falschen Code eingegeben hat für Gatwick. Da ist ein bisschen was los noch hier, ja. Was ist drüben mit USA? Naja, USA geht so. Denver, Fort Worth, Miami. Das war ganz vergessen. Ah, ich wollte gucken, ob der Tobi noch online ist oder nicht. Da ist er ja. Ah, der fliegt schon wieder hier nach Berlin. Wir sind die Ärzte aus Berlin. Genau, da ist er. Hey Tobi. Heading 250 degrees, red nose 145 golf. Ja, die meisten hier werden ihn nicht kennen. Der Tobi, den kenne ich noch schon seit, wie kann man sagen, 10, 15 Jahre mindestens. Das ist ein Altitude 3000 feet, QNH 1030, red nose 145 golf. QNH 1. Okay, over to Unicorn 122 Decimal A for AZ21 Kilo Bravo. Thank you very much. Den Tobi kennen wir noch aus den WATSIM-Zeiten, aus WACSAC-Zeiten noch, VOCCSAG. Aus der Schweiz. Also, wie nah sind wir jetzt dran? Also wir haben noch circa, naja, 15, 20 Meilen zu fliegen. Ja, das passt dann mit der Rate, oder? 20 Meilen. Ja, Ground Speed ist knapp 300. 300 oder 30 dividiert durch 6 ist 5. 5 mal 3 ist 15. Okay, wir müssen ein bisschen stärker runter. Also hier 1500. Ich gebe ihm mal 1700, damit wir noch abbremsen können später. Achso, Tobi, kannst du mal gucken. Hier, guck, hier ist Swift. Guck, da ist das Radar, kann ich sehen hier. Das sind die ganzen Leute, die am Boden stehen in Gatwick. Da fliegen andere rum. Mit allen Angaben, die ich brauche. Oder will.
Und hier sehe ich, das ist der Textchat hier, Unicom, in dem Fall sogar Gatwick Director. Hier ist die volle Kontrolle. Ich kann schnell die Frequenz, Quatsch, die Lautstärke vom Voice ändern, wenn ein Lotse zu leise oder zu laut reinkommen sollte. Ich sehe, wenn er in der Nähe von mir ist. Wir können mal gucken, was der macht hier. Ciao. Ja, komm hier. Der Olympic. Hier. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist ungewöhnlich. Okay. Dann gucken wir uns halt den an. Da ist er. Descend 2000 feet to reduce 180. Red Nose 145 Golf. Also eben, der Swift hat ziemlich viele coole Optionen drin und kann sich das noch einige zusammenbasteln. Aber wir sind noch in der Beta drin, das heißt, wir sind auch froh um Leute, die da sagen, was sie haben wollen. An Features, an Design, was auch immer. Yeah, Red Nose 145 Golf. Yeah, we're still working on the speed because we're quite heavy and still descending. Okay, no problem. In that case, then there's no speed restrictions for you that you could make these for you. And turn right heading 320 degrees. Okay, then we turn now right heading 320 degrees. Red Nose 145 Golf. Heading 360 degrees, 145 Golf. So, dann basteln wir uns noch schnell eine Centerline und zwar hier FF nach oben. Course 078. Zack. So, da ist unsere Centerline. Also Flaps 5. Speed break armed. Right heading 060, could either 08 right, red nose 145 Golf. And is that gonna be enough distance to get speed back, so about 10 miles to run. Yeah, no, we are at 180, since we're not descending anymore, it's fine. Roger, there's no speed, you are number one. Yeah, Roger. Just a 737 is an awful speed reducer. Yeah, tell me about it. Also, Clit Approach, machen wir jetzt hier Approach. Block and Clit Slop White oder Armed, je nachdem, wie man das sagt. Je nach Firma. So ein romantischer Sonnenuntergang, sehr hübsch. Vorne kommen die beiden Bahnen. Localizer und Glideslop Alive. Dann kommt das Fahrwerk raus. Flaps 15. Speed 160. Heading Buck 078. Missed Approach, was war es nochmal? Missed Approach. One to four, two to five, red nose, 145 Golf, thank you, bye bye.
24. 225, komm her. Zack, ich gebe mal die nächsten Klappen schon. Flaps 25 und Ground ist 121.8, den kann man schon vorbereiten. Gatwick Tower, right now is 145 Golf, 08 right. Feet stabilized, Mr. Birch altitude set. Runway 145 Golf, leaving Gatwick Tower, runway 08 right, clear for land, surface wind 080 degrees, 6 knots. 08 right, clear to land, red nose 145 Golf. Dann gehen wir bei Delta raus oder bei Charlie Romeo. Also, ladies and gentlemen, hold on. The captain is flying. 500. Oh ja, wir merken es schon. 400. Komm her. Flight slow. Warum tut der Flieger die Nase runternehmen, nachdem er getrimmt war? Sorry. Ich hatte gerade einen kleinen Bürostuhl-Mishap. Und der arme Hund ist erschrocken. Ja. Nicht lachen, ich korrigiere schon. Aber der Flieger war völlig vertrippt, nachdem ich den Autopiloten abgeschaltet habe. Und ist da echt weggetaucht. Unglaublich. Also da muss Siebermund noch ein bisschen arbeiten. Ja, Geizlaub, du mich auch. Ja, wir kommen zurück zum Geizlaub. Come on, runter. Auto break off. Und dann nehmen wir jetzt hier den ersten Exit. Das ist Taxiway Delta. So, Tower, jetzt kannst du mich auch gerne rufen, was ich mache. 145 Golf, contact ground 121.8. Goodbye. 121.8, red nose 145 Golf, goodbye. On Zulu departure, runway 08 right, squawk 34. Okay, während der labert, kann ich hier meine After Landing Checks machen. Amsterdam, frame 1 Zulu, departure runway 08 right, and squawk 3417 easy 75 Alpha Lima. E75 Alpha Lima, read back correct. Ground hello, it's red nose 145 Golf. Red nose 145 Golf, Gatwick ground, good evening to you. Take a right onto runway 08 left and then taxi stand 23 via 08 left, Alpha November, Papa and Kilo. Okay, taxi stand 23 via 08 left, Alpha November, Papa and Kilo, red nose 145 Golf. Muss ich mal kurz suchen, also 08 left, dann Alpha November, wo ist denn der genau? Der geht über die Bahn hinten raus und dann links auf Papa und dann auf Kilo. Und stand 23 ist, ah ja, da am Terminal, okay. Dann machen wir das doch. Ja, Landung war okay, ein bisschen lang. Ich bin ein bisschen gefloatet, weil ich eben, ich kam etwas zu flach rein, deswegen musste ich da im Endanflug nochmal etwas mehr Gas als normal geben. Und dann war der Flieger etwas zu schnell. Aber was kann ich dafür, wenn mein Bürostuhl hier im Short Final zusammen mit dem Autopiloten und der Nostrum Down den Geist aufgibt? Unglaublich.
Aber wozu hat man einen Livestream? Damit alle daran teilnehmen können. Das Problem ist, ich habe ja einen super schönen Chefstuhl. Einen Chefarzt-Bürostuhl. Und der ist komplett aus Leder und Metall. Nur unten das Kreuz nicht. Das Drehkreuz, Rollkreuz, das ist aus Plastik. Und da ist ein Arm gebrochen. Unglaublich. Ich bin froh, dass ich mich nicht hingelegt habe jetzt. Jetzt muss ich gucken, ob ich für diesen Stuhl noch irgendwo so ein Kreuz herkriege. Weil es wäre Schwachsinn, den wegzuschmeißen und wegschmeißen zu müssen. Nur wegen sowas. Das will ich nicht haben. So, Papa ist jetzt der erste Taxi. Wer hier nach links gleich? Den nehmen wir. Jetzt überrollen wir Zulu quer, dann kommt Juliet, November Alpha und Kilo. Ja, komisch, dass hier der Airport Navigator keine Rollwege darstellen kann. Irgendwie kann er die Daten offenbar nicht einlesen. Wir parken da gleich rechts hier. Oh, da scheint ein Flugzeug zu stehen. Ich weiß nicht, wer tut denn für X-Plane diese Szenarien programmieren mit lauter statischen Flugzeugen? Weil es ist im X-Plane extrem nervig, die rauszuprogrammieren, rauszunehmen wieder. Ich weiß, die sind gemacht für die ganzen Offline-Flieger, die halt auch was mal sehen wollen. Oh, muss ich hier rein? Kilo, genau, hier muss ich rein. Ups, komm, rechts, 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 schnell, 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 schnell. Ja, jetzt ist der echt blockiert, der hier. Ah, dann nehmen wir halt den hier. Ja, Red Nose 145 Golf. Actually, Stand 23 is blocked in my scenery. Can we switch to Stand 25? Red Nose 145 Golf, affirm. Stand 25 is fine, sir. Red Nose 145 Golf, thank you. Ah, oh, wir haben sogar noch einen Parkhilfe, guck mal da. Stopp! Also, Shutdown. Habe ich echt keine Klappen eingefahren? Alter, ich bin echt nachlässig geworden. Also, Fuel Pumps auf, bis auf eine. La 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 la, la la la. Anti-Call off. APU open. Auto passt, Hydraulic Pump off, alle off, zack, 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 Fasten Belts off. Jo. Scheint zu passen. Achso, noch Transponder, gleich Standby und 2000. Das war's.
Ja, ciao Kirsten, gute Nacht, bis bald mal. Also danke fürs Zugucken. Danke fürs Teilhaben an meinem Fast-Absturz hier. Krass. Jetzt hat sich echt hier ein Bein von meinem Stuhl zerlegt. Ha, unglaublich. Naja, ich hab's überlebt. Kaputt. Naja, was soll's. Also, wir sitzen sich im Discord und bei WhatsApp. Bis bald mal. Ciao, ciao. EG75 Alpha Lima, request text. EG75 Alpha Lima.